kannst nicht mehr gut sehen. Nicht immer ist deine Sehkraft wirklich tatsächlich daran schuld, sondern oft auch die zu hohen muskulären Spannungen im Nackenbereich, aber natürlich auch im Augbereich. Ja. Der Augapfel ist auch von Muskulatur umgeben. Und wenn das verspannt ist, zum Beispiel, weil wir einfach stundenlang auf den starren Bildschirm schauen. Ich hatte neulich einen Patienten, der hat berichtet, dass er vor allem am Abend schlecht sieht. So schlecht, dass er wirklich kaum noch etwas sieht, dass alles verschwommen ist. Er ist auch am Abend zu mir zur Behandlung gekommen. Nachdem wir die Nackenmuskulatur primär entspannt haben, hat er gesagt, boah, er hat wieder viel deutlicher gesehen, viel klarer gesehen. Und da hat er auch direkt den Zusammenhang gemerkt, dass wenn die Nackenmuskulatur und der Schädelbereich entspannt ist, dann wirkt sich das enorm auf die Sehkraft aus. Das heißt, wenn es bei dir auch so Schwankungen gibt, beispielsweise am Morgen siehst du klar, am Abend siehst du deutlich schlechter, dann ist das schon mal ein deutlicher Hinweis darauf, dass es auch aufgrund der zu hohen muskulären Spannungen kommt. Abgesehen von den Nackenübungen, die du auf meinem Profil findest, solltest du auch unbedingt die Kiefermuskulatur aufdehnen. Und dann gebe ich dir noch eine Drucktechnik mit, um deinen Augapfel schön von den Spannungen der umliegenden Muskulatur zu befreien. Du brauchst dafür einen Faszienball oder probier es anfangs auch gerne mit einem Tennisball. Und jetzt wollen wir den ganzen Knochenrand, in dem der Augapfel drinnen sitzt, bearbeiten. Wir fangen hier an. Und du gibst direkt am Knochenrand einen Druck. Und wenn du merkst, wow, da tut es richtig weh, weil dann bleibst du drauf so lange, bis das der Punkt langsam weniger intensiv ist. Dann rollst du langsam spiralförmig weiter auf den ganzen Knochenrand entlang. Ja, auch hier nicht vergessen. Und ich bin mir sicher, die wird es einige Stellen geben, die ziemlich wehtun. Und dann vergleichst du direkt, nachdem du das machst, rechts, links, wie sich das anfühlt. Ich meine, ich habe jetzt nicht direkt gedrückt, ich habe es mir vorgezeigt und ich merke schon, rechts fühlt sich anders an. Also mach das unbedingt. Und du findest auf meinem Profil auch Augenübungen, ja, die du machen kannst, um deine Sehkraft zu verbessern. Vor allem, wenn es solche Schwankungen gibt, ist das wirklich unfassbar hilfreich. Also nicht direkt zur Brille greifen, das verschlechtert die Situation meistens, denn es liegt ja nicht an der eingeschränkten Sehkraft, sondern an den zu hohen muskulären Spannungen. Probier es einfach mal aus und schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass es mich gerne wissen.